Und hallo Freunde, willkommen zurück bei Stalker Shadow of Chernobyl. Letztes Mal haben wir ja hier die ganzen Fregels umgebracht, hier, wie man sie ja noch so schön tot hier liegen sieht. Es ist toll, wunderschön, so macht das Spiel Spaß. Ja, heute geht es in den Roten Wald und, ja, Mapwechsel, bis sofort. So, und im nächsten Gebiet, wollen wir jetzt mal gucken, was hier auf uns wartet. Hier haben wir schon das erste Versteck. 5 Granados. Hier haben wir noch einen Toten. Wollen wir mal einen kleinen Vorstoß wagen. Oh, oh shit, der ist aber krass verseucht. Hier nochmal in Deckung. Hier haben wir noch einen Rucksack, noch mehr Granados. Noch einen. So. Damit wären alle tot. Mit 2 D. Ziehen wir uns hier noch einen Body rein. Damit müsste dann auch. Jawohl. Was ich eigentlich sagen wollte, damit wäre auch die, na ihr wisst schon, die Strahlung beendet. Nichts. So, hier haben wir nochmal ein paar Medkits. Das ist doch schön. Die 2 Deppen haben wir jetzt gerade umgelegt. Hier noch. Noch ein. Unseres besser. Vielleicht kriegen wir die aber. Achso, wir sind schon wieder überladen. Ist ja verständlich mit den ganzen Granaten. Ja, so ein Elektro-Ding. Inwieweit müssen wir denn jetzt hier rein? Oh, wir müssen dann nach ganz hinten durch. Okay. Da sitzen schon wieder die Gegner. Wow. Oh, scheiße. Der erwischt uns einer aber ganz gut immer. Da kann aber einer richtig gut schießen hier. Es kommt uns auf jeden Fall nochmal schon mal keiner näher. Okay, das hört sich sogar nach Zombie an. Das ist sogar einer. Laufen hier Zombies und diese Fregel rum. Und unser Gewehr ist schon nicht mehr so zuverlässig, leider. Und das scheint mir auch ein Zombie zu sein. Na, kommen die jetzt alle vom Hirnschmelzer oder was? Oh, ich sollte vielleicht auch mal auf den Tacho gucken hier. Sagt er. Aha, ich schätze mal, ich spiele jetzt so, weiß ich nicht, 3-4 Minütchen. Okay. Noch mehr Granaten. Und noch mehr Granaten. Okay, okay. Echter Klamotten. Nicht wirklich was dabei. Na, nehmen wir mal hier so ein Ü. Oh, das hat nicht viel gebracht. X-Ray. Ah, super Doggies. Ah, ist auch nicht so schlimm.
Was ist das denn jetzt? Gefährliches Strahlenniveau. Schnell noch ein X-Ray. Das geht aber ratzfatz hier, also. Das ist schon krass. Hier nur das mit. Wir hatten ganz Effels. Aha, das ist auch noch so eins. Da muss man echt aufpassen mit dem Strahlenniveau, ne? Ist schon. Der hat auch noch ein Scharfschützengewehr. Ich stehe jetzt natürlich hier, wo es nicht so cool ist, hier da zu stehen. Und wieder gefährliches Strahlenniveau. Das ist nicht mein Tag. So. Und ein Lag. Ja, das ist so ein Windding. So. Ist aber schon krass, würde ich sagen. So, kommt der Meisterschütze in mir raus. Ganz normales Zeug. Was der da drauf stehen konnte, ist mir. Das ist wunderbar. Mist. Das ist alles viel zu viel Strahlung hier. Wo denn? Wo denn? Wechseln hier. Oh shit. Not. Schnell noch ein X-Ray. Und auch noch ein bisschen was hier. Munition. Er hat nichts. Noch einen gehört hier. Oh, gefährliches Strahlenniveau. Das geht echt fix. Hier haben wir doch hier ein paar Schuss für. Das geht gerade so gar nicht. Auf der Straße ist man wohl am sichersten. Gehe ich jetzt mal von aus. Na, super. Ah, das bringt mir gerade gar nichts. Erwischt. Dafür können wir jetzt wieder auf die hier wechseln. Na, komm schon. So, der auf dem Turm lebt ja noch. Und wieder ein Deep Freeze.
geht echt schnell hier mit dem X-Ray. Viel zu schnell. Wahrscheinlich, weil mein Anzug schon beschädigt ist, ne? Schätze ich jetzt mal. Was ist das? Aber noch ein X-Ray. Aber Medkit, komm, das können wir wieder mitnehmen. Wir haben ja noch 7 jetzt. An der Zahl. Was ist los, Kollege Turnschuh? Tut dir was weh? Aber hier wieder ein kleines Scharfschützengewehr. Jetzt können wir das hier wieder nachladen und dann einen draufzimmern. Natürlich sieht man jetzt keine Gegner. Wohin geht's hier? Nach Pripyat. Hier ist, schätze ich mal, das Atomkraftwerk. Nee. Hier ist das Atomkraftwerk, okay. Es geht auf jeden Fall jetzt krass hier langsam rund, muss man sagen. Nur Müll dabei. Den eh keiner haben will. Erstmal nach da vorne. Und ich kann schon nicht mehr sprinten. Na, okay, da sind die Gegner wieder. Neuer Anzug wäre ganz cool. Komm schon. Nicht mehr viel Munition für die Waffe. Wird langsam knapp. Oh, das ist ein Scharfschütze. Jetzt nicht mehr. So, jetzt nehmen wir nochmal hier das Medkit und so mit. Können wieder auf diese Waffe hier wechseln. Nehmen wir, guck mal hier die Waffen endlich mal rein hier. Oder die mal endgültig entladen können. Oder dann mal hier, die normale. Entladen und fallen lassen. Dann nehmen wir hier nochmal eins, so eins. Nehmen wir hier das mit. Ja. Und fallen lassen ist ja nicht mal was drin. Was soll das denn? Na, hier hinten den. Ja, mitgeht mit, das und die Waffe. Und mal gucken, was du drin hast. Nichts. Alles verballert. Du, Kollege Turnschuh, hast noch mal dasselbe, ne? Nur in grün jetzt. So, entladen, ja. Ja, das hätten wir dann auch. Kommt unserem Ziel immer näher und näher. Wow. Wo denn? Oh. Wo ist denn der Scharfschütze? Mal den auch weg. Und hier lungert noch einer da. So. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas vergessen habe. Das könnt ihr mir ja schreiben.
je nachdem, wie weit das Video ist. Ja. Scheiß der Hund drauf. Schreibt mir einfach in den Kommentaren, falls ich irgendwas vergessen habe, irgendwas Interessantes. Einfach direkt reinpappen. Ich muss mich hier gerade nur ein bisschen mega konzentrieren. Oh, oh, oh. Sehr schön, wenn ich so einen Knopf hätte, wo ich die hier direkt benutzen kann. Oh. Hier stand irgendwo der Scharfschütze. Hier. Komme ich denn darauf? Gar nicht. Das ist ja kacke. Komme hier gar nicht drauf. Kann ich gar nicht looten, wa? Schade, so ein Scharfschützengewehr wäre jetzt, also so ein bisschen Munition dafür wäre jetzt schon cool. Ja, jetzt müssen wir hier nur um die Kurve und dann sind wir irgendwo an unserem Ziel. Ich schätze mal, der Hirnschmelzer. Und da soll ja keiner eigentlich hin. Und hier warten jetzt wahrscheinlich wieder jede Menge Zombies auf uns. Das war einer. Der auch nur eine AK. Ist aber krass, wie viel die eigentlich so. Na, schleichen wir uns mal langsam ran. Kopfschüssen und so. Hier noch was Schönes. Nee. Das ist jetzt eigentlich auch nichts Tolles für uns. In die nächste Ecke schon wieder was. Das ist so super, wenn die so springen. So, und tschak. Aha. Uiuiui. Ja, jetzt schon Halluzination, oder was? Ist auf jeden Fall übel. Oh, ja, ganz neue Seiten hier auf. Oh, das geht auf jeden Fall recht schnell hier. Nein. Also nochmal von vorne. Ah, shit happens. So, Freunde, wieder hier angelangt. Werde ich jetzt speichern und diesen Part beenden. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ciao.